12 Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus samt Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein. So ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus. Nicht einmal ein Befehl in Religion. Mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur Fremden hinauf. Ich zeig es meinen Eltern nicht, Unterschied für sie. Schön bunt sah ich schlecht aus, ohne zu prahlen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich nur allein und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschimpfe, die Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft: So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, es ist tatsächlich meine Schrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr namens zu. Die Dritte zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm, Junge, lass uns gehen. Komm, Junge, lass uns gehen. Ich habe noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Theorie von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in dem Jahr herausgesiegt, die einen nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zur Flucht geht, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es recht ist, war, dass meine Eltern mich herausholten und bleibt die Moral. Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, das ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt, nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holz sind, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.